Händler. Gauleiter. Gruppenführer. Bin kein großer Freund von Besprechungen. Gewöhnen Sie sich dran. Es ist wie beim Kameradschaftsabend. Am Ende geht's immer darum, wer den Hut auf hat. Nur ohne Bier. Junge Mann, wer ist das? Sturmbannführer, wenn ich es richtig erkenne. In dieser Runde? Willkommen in Berlin, Obergruppenführer. Stimmungsbild? Dr. Stuckert äußert sich gewohnt kämpferisch. Dr. Bühler schwert sich über die Juden im Generalgouvernement. Ist alles wie gehabt. Zum Grund unserer Zusammenkunft bitte ich Sie, Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf das alle erforderlichen Vorbereitungen für eine Gesamtlösung der Judenfrage in Europa. Das ist die Zielvorgabe. Die Aufgabe, die das Schicksal uns gestellt hat. Wie hoch ist der Personalaufwand auf unserer Seite? Alle wollen ihre Juden loswerden, keiner will sie haben. Wir befinden uns in einer kritischen Phase des Krieges. Der Krieg ist kein Hindernis. Er ist eine Chance. Gerade im Krieg eröffnen sich uns da Räume, die uns im Frieden verwehrt sind. Wenn wir uns der Juden nicht erwehren, werden sie uns vernichten. Sie lagen doch selber im Schützengraben. Wir haben auf Soldaten geschossen. Nicht auf Frauen und Kinder. Der Druck im Kessel steigt. Jetzt ist die Situation reif, die Judenfrage in der endgültigen Lösung zuzuführen. Ich schlage eine kurze Unterbrechung vor. Fortsetzung in, sagen wir, 10 Minuten.